Wie immer um diese Uhrzeit wollen wir einen Blick auf die Konjunkturdaten des folgenden Börsentags werfen. Schauen wir doch mal, was am Freitag, dem 18. Oktober, auf dem Programm steht. Es geht nämlich los, schon in der Nacht um 4 Uhr, mit dem Bruttoinlandsprodukt aus China für das dritte Quartal. Da wird ein Wachstum der Wirtschaftskraft in Höhe von 7,8% erwartet. Im vergangenen Quartal waren es 7,5%. Ebenfalls um 4 Uhr wird die chinesische Industrieproduktion veröffentlicht. Im Jahresvergleich rechnet man hier mit einem Anstieg um sage und schreibe 10,1%. Zuletzt waren es sogar 10,4%. Und um 13 Uhr am Mittag müssen natürlich auch gerade hier in Deutschland die Anleger darauf achten, dass wir einen kleinen Verfallstag an den Terminbörsen haben. Es verfallen da nämlich die Optionen auf Aktien und auf den deutschen Aktienindex. Und das könnte natürlich auch die Kurse immer mal wieder so ein bisschen unberechenbar schwanken lassen, gerade im Vorfeld dieses Verfallstermins. Das sollten die Anleger einfach im Hinterkopf behalten. Am Nachmittag um 16 Uhr gibt es dann aus den Vereinigten Staaten von Amerika noch den Index der Frühindikatoren für den Monat September. Im Monatsvergleich rechnet man hier mit einem Anstieg um 0,7%. Zuletzt war dieser ebenfalls um 0,7% gestiegen. Und die Berichtssaison in den Vereinigten Staaten von Amerika ist natürlich im vollen Gange. Morgen kommen wieder zahlreiche Zahlen zu uns herüber. Die prominentesten Vertreter, die morgen Daten vorlegen, sind General Electric und Morgan Stanley.